So, ihr Lieben, ich bin jetzt mit meinem Umzug von der Wohnung ins Haus so gut wie fertig. Wenn ihr das Video jetzt hier seht, werde ich schon in den letzten Zügen der Vorbereitung für den neuen Gaming Room sein. Ich habe mir allerdings gedacht, komm, machst du noch ein paar Überbrückungsvideos für die Community, und ihr habt mir sehr häufig geschrieben, Tobi, mach doch mal was zum Tyrannosaurus Rex. Da hatte ich erst vor kurzem ein Video aufgenommen, wo es darum ging, wie denn Rexy nach dem Vorfall vom Jurassic Park, also nach dem Engine-Vorfall, so lange überleben konnte. Das Video habe ich dir gerade mal hier oben verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken und das Ganze nachholen. Des Weiteren habe ich mir jetzt gedacht, okay, wir machen noch ein weiteres Rexy-Video. Und was bietet sich denn da am besten an als ein schönes Top und Flop des Tyrannosaurus Rex? Dieses Video wird also in zwei Teile gespalten werden. Ich rede jetzt hier in diesem Video über meine Top-Momente des Tyrannosaurus Rex in der gesamten Jurassic-Reihe. Im nächsten Video dann wird es um die Flop-Momente des Tyrannosaurus Rex in der gesamten Jurassic-Reihe gehen. Schreibt mir auf jeden Fall am Ende des Videos auch eure Top-T-Rex-Momente in die Kommentare unten rein und am besten auch, was ihr von meiner Liste haltet. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Okay, ich wollte das Ganze hier ein bisschen abwechslungsreicher machen. Ihr wisst ja, dass ich Jurassic Park, also den allerersten Jurassic Park Film, unfassbar liebe. Und deswegen wären dann auch hier schon wahrscheinlich zwei der besten T-Rex-Momente für mich in der gesamten Jurassic-Reihe in diesem Film gelandet. Da das Ganze ein bisschen eintönig wäre, werde ich das aber nicht so handhaben. Nein, ich werde mir für jeden Top 3 T-Rex-Moment einen anderen Jurassic-Film aussuchen. Das heißt, ich nehme nicht zwei T-Rex-Momente aus dem ersten Jurassic Park oder drei aus dem zweiten Jurassic Park. Nein, ich nehme nur einen T-Rex-Moment aus einem einzelnen Film. Lasst uns gerade mal mit der größten Überraschung hier anfangen, denn mein Platz 3 T-Rex-Moment, der mir jetzt einfällt, ist der T-Rex-Moment aus Jurassic World 2, Fallen Kingdom. Der Grund, warum dieser Tyrannosaurus Rex-Moment mitunter den ikonischsten, meiner Meinung nach ikonischsten, Tyrannosaurus Rex-Momenten der gesamten Jurassic-Reihe ist, ist ganz einfach der, dass ich das nicht so erwartet hätte. Dieses gesamte Zusammenspiel mit Geräuschkulisse, und wir hören auch gar keine Musik, wir hören quasi nur den Regen prasseln, wir hören Schritte, dann hören wir die Crew im Helikopter schreien, Achtung, da ist etwas hinter dir, sie wollen quasi ihrem Kollegen, der schon auf dem Festland ist, davor warnen, dass sich im Hintergrund etwas bewegt, plötzlich sehen wir einen Blitz aufflackern und wir sehen die Silhouette des Tyrannosaurus Rex durch das Gebüsch hindurchlaufen. Dieser gesamte Moment ist das Jurassic Parkigste, was Jurassic World jemals kreiert hat. Und ich dachte mir im Kino, als jemand, der die Trailer zu Fallen Kingdom echt nicht gut fand, das will ich sehen. Ist das das, worauf der Film jetzt aufbauen wird? Das ist die Stimmung, das ist die Atmosphäre. Nein, das war es leider nicht. Aber dennoch ist dieser Moment für mich mitunter der ikonischste Tyrannosaurus Rex Moment. Mitunter den Top 3, also auf Platz 3 der ikonischsten Tyrannosaurus Rex Momente in der gesamten Jurassic-Reihe. Auf Platz Nummer 2, und ich habe mir jetzt überlegt, okay, nimmst du den Kampf Spinosaurus gegen Tyrannosaurus mit in diese Liste rein? Und ich finde, nein, erstmal ist das für mich auch kein Top-T-Rex-Moment, das ist ein Top-Dinosaurier-Fighting-Moment, aber der T-Rex ist hier halt irgendwie nur so ein Teil von diesem großen Moment. Wir bleiben jetzt hier mal bei diesen sturen, nur der Tyrannosaurus Rex ist im Vordergrund-Momenten. Auf Platz 2 ist der Tyrannosaurus Rex Ausbruch aus Jurassic Park 1. Und ja, das war für mich jetzt nicht wirklich leicht gewesen, das so rauszufiltern, weil ich finde auch der finale Moment des Tyrannosaurus Rex, wo er eben im ersten Film dann die Raptoren packt und unsere Gruppe von Alan Grant, Ellie Sattler, Lex und Tim vor den Raptoren eben rettet. Das ist auch ein unfassbar ikonischer Moment, wenn dann noch so die Plakette runterfällt mit When Dinosaurs Rule the Earth. Das ist schon unfassbar cool gemacht, aber ich muss sagen, generell vom szeniastischen Aufbau, wie da alles abläuft, ist der Ausbruch des Tyrannosaurus Rex mitunter die geilste Szene im gesamten Jurassic-Universum. Die Küchenszene mit den Velociraptoren kommt da sehr nah dran, aber das hier ist wirklich der ultimative Tyrannosaurus Rex-Moment. Warum er nur auf Platz 2 ist, dazu komme ich dann gleich noch, aber ich muss wirklich sagen, dass das so der Klassiker ist. Ich meine, wie viele Spielzeuge gibt es denn, die nur diesen einen Moment darstellen? Und allein wie das Ganze aufgebaut ist. Wir haben hier eben wieder diese Dunkelheit auf der Insel. Generell der dunkle, verregnete Dschungel auf einer Insel. Das ist ganz einfach Jurassic Park. Und ich weiß, warum man versucht hat, in Jurassic World Dominion dann auch gerade von der Insel wegzugehen, damit es nicht immer dasselbe ist. Aber verdammt nochmal, Jurassic Park ist einfach dieser Inselflair. Also bleibt auch auf der Insel.
Die Szenen, auch in Jurassic World Fallen Kingdom, die auf der Insel spielen, die werden in jedem Jurassic-Film immer unfassbar gelobt. Auch in Jurassic World generell sind das einfach die Momente, die am besten funktionieren. Das ist natürlich nur meine Meinung, wie stehst du dazu? Muss Jurassic Park auf einer Insel spielen oder Jurassic World auf einer Insel spielen? Meiner Meinung nach ja, weil das gehört irgendwie mit dazu. Der Tyrannosaurus Rex Ausbruch, also der T-Rex Outbreak, der unterstreicht meine Aussage auch nochmal so ein bisschen. Denn der gesamte düstere Dschungel in Regen gehüllt, wir hören nur das Prasseln des Regens auf die Autos, wir hören im Hintergrund dieses Gestapfe des Tyrannosaurus Rex. Und das Unheimliche daran ist ja wirklich, dass man ganz genau weiß, sogar wenn man die Autos verlassen würde und in den Dschungel reinrennen würde, hätte man nur Dunkelheit und Regen vor sich. Das macht die Situation ja auch irgendwie so aussichtslos. Und genau das ist so genial an dieser Tyrannosaurus Rex Szene, eine so aussichtslose Situation zu nehmen und dann so clever umzusetzen. Haben wir Opfer in diesem Moment? Ja, Donald Gennaro schafft's eben nicht, weil er auf dem Klo gefressen wird, auch eine sehr ikonische Szene. Lex und Tim kommen mit so einem kleinen Schleudertrauma irgendwie noch gerade mit davon. Ian Malcolm ist fast dabei gestorben, der einzige, der ja wirklich nahezu unbeschadet da rausgekommen ist, ist wirklich Dr. Alan Grant. Man hat hier auch einen sehr schönen Build-up zum Tyrannosaurus Rex aufgebaut. Ganz zu Beginn von Jurassic Park erfahren wir nämlich, dass der T-Rex nur auf Bewegungen reagiert. Das Ganze ist im Film wissenschaftlicher Fakt. In der Realität ist das anscheinend nicht so, weil woher will man das denn auch wissen? Im Buch wird das Ganze so erklärt, dass es aufgrund einer Frosch-DNS ist, also eines Frosches, die im T-Rex mit verankert ist. Also man hat Frosch-DNS in die T-Rex-DNS gemischt. Und dieser Frosch, der diese DNS gespendet hat, der reagiert reflexartig auf Bewegungen. Im Film ist es allerdings nicht der Fall. Im Film wird das Ganze als wissenschaftlicher Fakt dargestellt. Wir haben auf jeden Fall diesen Build-up und danach erklärt Dr. Alan Grant auch noch, bewegen Sie sich nicht, denn er reagiert eben nur auf Bewegungen. Und damit spielt Steven Spielberg nahezu perfekt. Der T-Rex kommt sehr nah an unsere Helden ran. Das Ganze kann man natürlich ankreiden, wie unrealistisch er hätte sie ja riechen müssen und bla bla bla. Aber rein vom Filmischen her ist das ein unfassbar genialer Moment und mein Platz Nummer 2 der Top-Tyrannosaurus Rex-Momente im gesamten Jurassic-Franchise. Platz Nummer 1 und ja, hier habe ich jetzt auch wieder in einem Film eigentlich zwei sehr positive T-Rex-Momente. Es geht dabei um The Lost World, Jurassic Park 2. Einer dieser T-Rex-Momente, der bei mir aber weder auf Platz 2 noch auf Platz 1 gelandet wäre, ist der Tyrannosaurus Rex in der Stadt. Ich mag den Moment sehr gerne. Der hat so einen schönen Godzilla-Monster-Flair. Viele mögen den ja gar nicht. Aber er wäre bei mir jetzt auch nicht irgendwie in den Top 3 T-Rex-Momenten gelandet, weil ich habe meinen Spaß damit, aber das ist dann doch irgendwie auch nur so ein Gimmick vom Film. Das fühlt sich an wie so ein DLC zur eigentlichen Geschichte von The Lost World. Ist ganz nett, aber mein Platz Nummer 1 ist ganz einfach der Moment, in dem Eddie von den zwei Tyrannosaurus Rex getötet wird. Warum ist das jetzt auf Platz 1? Der Moment, in dem der T-Rex in Jurassic Park 1 ausbricht, ist doch definitiv cleverer gestaltet von der gesamten Story her, vom Build-up, von der gesamten Erzählung, was diese Szene eben erzählen möchte. Und ja, da gebe ich euch vollkommen recht, das ist auch der Fall. Die Szene in Jurassic Park 1 ist definitiv die bessere Szene, wenn wir die beiden jetzt eben mal nebeneinander halten. Der Moment, wo die beiden Tyrannosaurier allerdings auftauchen, hat mich damals im Kino unfassbar wahnsinnig gemacht, weil das eben so aus dem Nichts gekommen ist. Ich weiß nicht, ob man das schon im Trailer gesehen hat. Wenn ja, früher war das eben nicht so, dass du unbedingt 50 Trailer von einem Film gesehen hast. Deswegen ich als Kind, ich war damals 8 im Kino oder 7, der Film kam 97 raus, da war ich 7 Jahre alt. Ich habe das nicht kommen sehen. Dass der T-Rex eine Rolle im Film spielt, das war mir irgendwo klar. Auf einmal sehen wir aber auch, und das glaube ich ganz bewusst, wie der eine T-Rex aus dem Wald herauskommt. Wir sehen erstmal nur für kurze Zeit den einen Kopf des T-Rex, bis dann aber auch plötzlich der zweite T-Rex-Kopf auftaucht und auf einmal haben wir dann da zwei gewaltige Tyrannosaurier stehen. Dieser Moment jetzt hier ist noch aussichtsloser als der in Jurassic Park 1, denn hier haben wir nun einen Trailer, der über der Klippe hängt, wo Ian Malcolm, Sarah Harding und Nick Van Owen drinstecken. Eddie Carr versucht in der Zwischenzeit, diesen Trailer wieder hochzuziehen, damit eben die drei, die im Trailer gefangen sind, nicht sterben, also nicht die Klippe runterfallen und dabei dann sterben. Und plötzlich tauchen noch zwei T-Rexe auf. Und man denkt sich wirklich nur, wie soll das jetzt gut ausgehen? Also wie soll jetzt die Situation irgendwie gelöst werden? Und das Konsequente an der Szene ist, und ich mag Konsequenz in solchen Szenen, ich mag generell Konsequenz in Geschichten. Deswegen nervt mich auch Marvel so. Anderes Thema. Das Konsequente an der Nummer ist ganz einfach, dass diese Szene nicht gut ausgeht. Eddie stirbt.
Der Grund, warum die anderen drei überleben, ist einfach nur ein Glücksfall, weil Eddie ihnen gerade genug Zeit verschafft hat, dass sie sich eben an diesem Seil festhalten können, was Eddie ihnen kurz davor in den Trailer reingeschmissen hat. Allerdings wird Eddie dennoch gefressen, das Fahrzeug kippt über die Klippe, es hätte nur eine Schranktür auf sein sollen und die ganzen und alle drei wären in die Schlucht runtergefallen. Und ich muss wirklich sagen, dass dieser Auftritt der T-Rex für mich noch der pompöseste ist. Schon fast der grauenvollste. Also hier wirken diese Tiere wirklich wie Monster. Ich meine, kommen die nicht auch einfach wieder zurück aus dem Dschungel, weil sie Rache wollen für ihr verletztes Baby? Übrigens dasselbe, was viele dem Spinosaurus auch so ankreiden, das machen die beiden hier eigentlich genauso. Buck and Doe, die kommen auch nur wieder zurück, um sich eben zu rächen. Und ich finde generell von der Atmosphäre ist das hier für mich der beste Tyrannosaurus Rex-Moment der gesamten Jurassic-Reihe. Jetzt bist wie immer du gefragt, was sagst du zu meiner Liste? Kannst du damit irgendwie so ein bisschen d'accord gehen oder sagst du, nee, sehe ich vollkommen anders? Wie gesagt, hätte ich das Ganze auf nur einen oder zwei Filme gemünzt, wäre das auch irgendwie anders ausgefallen. Da hätte ich dann sehr wahrscheinlich den zwei Momente aus Jurassic Park 1 mit reingepackt und einen Moment aus Jurassic Park 2. Aber ich wollte ja für jeden Moment einen eigenen Film wählen und deswegen habe ich das Ganze so gewählt. Auf Platz 3 habe ich den Moment, das Intro, quasi die Anfangsszene von Jurassic World 2 Fallen Kingdom. Auf Platz 2 habe ich dann den T-Rex Breakout aus Jurassic Park 1 von 1993 und auf Platz 1 habe ich The Lost World Jurassic Park 2, der Moment, in dem Eddie Carr den beiden Tyrannosauriern in die Augen schaut und dabei ums Leben kommt. Ich bin sehr auf eure Liste gespannt und würde sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder, wenn es heißt, das sind meine Flop 3 Momente. Meine Flop 3 Tyrannosaurus-Momente im Jurassic-Franchise. Bis zum nächsten Mal.